Bullseye. True fuck? What you fuck? So 46%? Mhm. Don't make me shoot you. Move. Vom Don't make me shoot you, wir haben ihn gerade gerettet. Direkt mal androhen, dass wir ihn erschießen. Ach du Kacke. Chufuck, wie weit ist denn der weg? Wobei das natürlich jetzt, mittlerweile ist das schon, ist das schon weit weg. Vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass nicht mehr viele sind. Ich weiß nicht. Weil... Also da... Pferd? Danke. Dass das Vermisste von Fort Mercer sind. Das ist doch irgendwie voraus, dass die mal in Fort Mercer waren, oder? Und also dann werden die schon nicht oben in Tall Trees rumeiern, glaube ich. Würde ich jetzt schätzen, ich weiß es nicht. Kann ich aber irgendwie die Pferde wechseln eigentlich? Das ist bestimmt irgendwie. Irgendwie bestimmt. Also bestimmt stand das auch schon mal da. Vielleicht auch als wir das Pferd geholt haben, weil da ja was von Anbinden, Speichern und so stand, ne? Ich hätte da ein zweites Set Hufe gehört. Oh, 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 oh. Fast. Die Abzweigung verpasst. Ja gut, finden wir jetzt bald mal noch ein zweites apokalyptisches Pferd. Dann habe ich ja potenziell... Also ich denke mal, dass das bei allen so ist, dass ich das sporen kann bis, ne? Bis auf immer Wiedersehen. Weil es ja alles irgendwie untote Pferde sind. Aber ja, dann hätten wir, wie gesagt, wieder eins. Hallo. Hallo, Sir. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oder so ähnlich. Vielleicht wurde auch Blackwater angegriffen, weil es das erste ist, das ich befreit habe, ne? Vielleicht ist das ja ähnlich wie mit den Friedhöfen, dass das nur eine bestimmte Zeit lang safe ist. Oh no. Ist das die vermisste Person? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, schießen die gerade auf mich? Ich glaube, die Antwort ist ja. Aber vielleicht auch, weil ich auf den Dude geschossen habe, ich weiß nicht. Hallo! Zack. 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 Hallo? Bist du da oben? Bruder, wo bist du? Da oben, da hoch. Da drin? Hi! Hä? Komm einfach mit. Chill. Ferdi? Da ist jemand hinter dir. So, Fort Mercer. Come on, spring auf. Hopp, 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 hopp. Und dann Gang, Gang.
Haben wir aber Glück gehabt, wa? Ich dachte, das war's jetzt mit dem. Ich habe jetzt gedacht, der verbrennt, ne? Boah, wäre das dumm gewesen. Wäre das dumm gewesen? Holy shit. Ja, sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle? Simple Man, ja, ja. Heißt die Boobies, I press like. Ja. Easy machen wir das. Also, sobald wir einmal auf dem Pferd sind, ist easy peasy. Meistens. Vielleicht nicht immer, aber meistens. Was ist mit dem Devil? Oh, Entschuldigung. Ich wusste, dass wir da lang müssen. Das war mir klar. Also ob in China oder in Japan oder wo der Shop das nicht auch hätte passieren können. Also, kommt jetzt auf an, wer schuld ist, ne? Wenn wirklich Mexikaner schuld sind, gut, dann wahrscheinlich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das einfach auf die Mexikaner schieben würde. Vielleicht ein bisschen einfach, wa? So sagen, ja, die Mexikaner sind schuld. Klingt ein bisschen nach Easy Way Out to me. Fort Mercer. Easy. Langsam geht noch die Muni aus, ne? Sag ich, wie ist. Bitteschön, Chu Fuk ist wieder da. Thank you for bringing Mr. Chu back. We'd like you to have this. Ain't none of us going to heaven, my friend. So, den einen machen wir noch. Wenn er dann immer noch nicht in dem Gelände ist, dann gehen wir erstmal nach Mexiko. Orison Pratt. Na dann. Guck mal, wo der ist. Wahrscheinlich ist der, weiß ich nicht, in Wrath's Keller Fork oder wie das Ding heißt. Richwood Farm. Nicht unbedingt viel näher. Ja, ich weiß, ich habe in letzter Zeit nicht viele von den Zombies gelootet, die ich gesehen habe. Ja, ne? Bevor mit der Munition das Argument kommt. Aber. Also die Zombies, die wir da. Meistens haben die ja sowieso nur einen Muni oder so. Vielleicht sollte ich das trotzdem wieder ein bisschen öfters machen. Weil auch Kleinvieh macht Mist, ne? Aber ich glaube, dass wir auch mit denen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein Munitionsproblem haben bisher. Aber. Naja, der Munitionsvorrat wird jetzt auch nicht gerade mehr. Jetzt mal vorsichtig auszudrücken. So, einmal hier rechts abbiegen nach Richwood. Wer hat da geredet? Oder gegrummelt? Zack.
Zack. Zack. Zack. Hallo, Sir. Ist einmal nach oben oder reicht das hier? Hallo, wo bist du? Ich bin gerade auf dem Balkon. Fliegen vermisst die Person auf Fort Mercer. Okay. Ah, da bist du. Hallo. Dankeschön. Das Ding ist aber auch bei denen, dadurch, dass dann halt dauernd neue Zombies spawnen, dass das halt auch nicht gerade ein guter Place ist, um zu looten. Ach, das ist ein Zombie da oben. Lol. Komm, schwing die Hufe. Jump on it, jump on it, jump on it, on it, on it. Hoppa galoppa. Ist das eine Kuh? Also ein Bulle? Sorry, aber ich glaube, ich habe selbst im Normalen noch keinen Bullen gesehen. Vielleicht mal eine Kuh oder so. Also war doch jetzt keine Kuh, oder? Und tote Stiere. Crazy. Okay, noch Waffen. Guck mal, wir haben eine semiautomatische Pistole auch noch. Tiefe komische Geräusche. Typische Zombie-Geräusche, wa? Aber von wo die überall aus dem Boden kriechen? Setzt das nicht voraus, dass dort jemand gestorben ist? Also auch verbuddelt wurde? Dass die da aus dem Boden kriechen? Die kriechen ja mitten auf der Straße aus dem Boden. Also wurde doch safe keiner verbuddelt. Oder? Ist das schon? Komm, den einen schafft er doch, oder? Komm, bis ich da vorne bin, habt ihr den geschafft, oder? Sollte mich in die Eier schießen, Digga. Den Kopf. Weißt du, und ich habe keine Muni. Und die verballern das hier, als wäre das for free. Sag mal. Bodenlos. Gar kein Ding. Immer noch. Also den nehmen wir mit, ne? Oder? Nee, komm, wir lassen den auch hängen. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir das zumindest noch mitnehmen, ne? Von dem... Aber, nö. Dann hätten wir immer noch sagen können, wenn wir dann auf dem Rückweg irgendwie mal unterwegs machen, sind, können wir das immer noch machen, aber nee. 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 Wenn, dann gehen wir wieder kurz nach Fort Mercer und holen uns das dann ab. So, guck mal, was Wes Dickens so treibt. Mr. Wes Dickens. Sir? Sir Marston! Ich frage mich, das ist einfach nur ein random thought, ich meine, der Name lässt es vermuten, vielleicht, oder
Also, ne? Vielleicht ist der Name der Grund, weshalb die Theorie überhaupt meine Gedanken kreuzt. Aber ich frage mich, ob am Ende das einfach nur ein Traum war. Ich meine, es heißt Undead Nightmare, ne? Das würde zumindest die Vermutung nahelegen, dass es halt ein Albtraum ist, dass der irgendwann aufwacht und oh fuck, zum Glück war das nicht echt oder so. Aber, who knows? Kommt darauf an, ob es ein Heilmittel gibt. Wenn es kein Heilmittel gibt, dann ist es doof, weil dann sind die ganzen Leute tot. Wenn es ein Heilmittel gibt, leben die alle noch. Bei manchen vielleicht weniger schade als bei anderen, aber you know what I mean. Aber mal sehen, ob das am Ende dann wirklich ein Albtraum ist oder nicht. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Wo ist er? Der muss hier irgendwo sein, oder? So weit von Benedict Point war der doch gar nicht weg, oder? Ach, guck mal, da steht er doch. Oder? Also steht seine Kutsche. Da sitzt er doch. Ist das sein Haus, oder was? Mr. West Dickens? Schickes Haus hat er sich da gebaut. Zur Hälfte. Mr. Marston. What's going on? You got a passage into Mexico? For me, no. But for you, maybe. It all depends on your relationship with... Ach, er will das doch nicht, oder was? Mit wem? What are you talking about? Well, the border is indeed closed. But the army is sending a train down there. Now, whether it's to help the Mexicans there or to escape the problems here, I have no idea. But I thought things were better in Mexico. Well, better or worse, it's certainly different. So why am I going and not you? Well, that's a matter of age, dear boy. The army don't have many recruits with quite my level of experience. So, you are on your own. There's a train at Benedict Point, and it's leaving soon. Once they've got all of the soldiers rounded out. Okay. Ich bin da gerade vorbeigeritten, da war kein Zug. Ist jetzt gespawnt aus dem Nichts, oder was? I have found some less than happy campers who have given up on glory and abandoned Uncle Sam's ranks. They're hiding out at Scratching Post. One of them might give you a uniform. Okay. What about you? Ah! Baghdad, dear boy! So wie Peking letztes Mal, ja? Fort Mercer. Or perhaps it's time to meet my maker with drool coming out of my mouth and a lust for human blood. You take care of yourself. I always do, dear boy. I always do. Sicher. Natürlich, natürlich, natürlich. Die Kutsche, nee, links, oder? So ein merkwürdiger Typ. Es gibt so viele merkwürdige Typen im Spiel. Okay, wir müssen jetzt so einen Uniform-Dude überfallen oder befragen und dann gehen wir zu Mexiko, ja? Ja. Easy enough. You would think. Begib dich zum Lager der Deserteure beim Scratching Post. Okay, der ist da. Ist doch gar nicht so weit, wa? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebacken. Gang, gang. Guck mal, da steht auch schon der Zug. Tatsächlich. Tatsächlich steht jetzt auch der Zug da. Auch wenn es gerade klang, als stünde der schon 2 Stunden und ich ja zwar gerade erst vorbeigeritten bin, aber naja. West Dickens ist ein bisschen verwirrt, wir werden es ihm verzeihen. Die Frage, sind hier Zombies bei diesem Lager der Deserteure? Come on.
Vielleicht nicht in meinen Schuss laufen. Hallo. Zack. Den kriegst du, oder? Den kriegst du doch. So, viele können das doch jetzt nicht mehr sein, oder? So, bitteschön. So, da vorne sind noch ein paar. Da ist noch ein Group. Eins. Zwei. Drei. Zack, zack, zack. Da ist aber noch ein. Schafft er doch noch, oder? Den einen. Ist nichts aus. Sehr schön. Guck mal, da gibt's eine Kiste. Die machen wir auf. Haben wir da Munition bekommen? Maybe. Gut, dann ab zum Bahnhof. Danke, tschüss. That was easy. Ish. Das ist doch ein Zug für die Armee. Vielleicht haben die auch voll Munition dabei. Vielleicht können wir da so ultra restocken oder so. Das wäre cool. Oder die haben zumindest einen, der was... Ne, verkaufen bringt ja nichts. Wir haben kein Geld hier, ne? Ja, nee, da weiß ich nicht, aber Restock wäre gut. So mit allem am besten, so von jedem 100. Die brauchen aber überall Hilfe mit den Zombies, ne? Die kriegen das alle nicht auf die Reihe. Ja, spart eure Munition. Auch die Baller, 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 Baller. Okay, ein bisschen Distanz. Also ein bisschen regeneraten. Gang, gang. Hat mich gerade angeschossen? Was ist meine Fackel hin? Oh no, oh no, oh no, oh low, oh low. Ich bin doch noch auf dem Zug. Der hat gesagt, reload at the back of the train. Ich wollte reloaden. Keep going. Da. Zack. Zack. So, nachladen.
Müssen wir da jetzt auch wieder runterschießen? Possibly. You did real good, soldier. Basic training was very thorough. Mm-hmm. That's good. These degenerates are only good at horn and drinking. Let's roll out! Juju! Und wo ist die Gatling Gun auf unserem Train? Das ist die Frage. Das ist die wichtige Frage. Natürlich, wir müssen den Zug verteidigen, oder? Oh no. Hallo? Pferd, wir müssen den Zug wieder erwischen. Oder auf den hinteren Waggon, weil wir... Digga, wie komme ich denn wieder auf den fahrenden Zug? Der ist ja schneller als ich. Sieht doch vorne drauf, ha? So nicht. So ist gut. Lol. Gar nicht gecheased das System. Gar nicht gecheased. Das ist ja nett. Vielleicht können die uns hier irgendwas? Ich guess, wir werden es rausfinden, oder? Ich weiß nicht, ob die überhaupt hier hoch könnten, ob es überhaupt Sinn macht, die hier abzuschießen. Guck mal! Aua! Okay, die Würger sind vielleicht gemein. Die können uns vielleicht abschießen. Aber der Rest kann uns doch hier nichts, oder? Okay, das ist dann schlecht. Das ist dann schlecht, wenn wir es anhalten müssen. Ja, dann mach sie mal. Come on, soldier, move, move. Wir müssen die jetzt verteidigen wahrscheinlich dabei, oder was? Look out. Warte. Das hat nicht so gut funktioniert. Aua, 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 aua. Wie? How? Literally? What? How? Rückzug! Rückzug! Abfahrt! Wie gesagt, Rückzug! Der macht doch auch Rückzug! Einsteigen, losfahren! Thank you.
Sag mal. Die gar nicht. Schwöre. So, wo ist der andere? Soll noch einer sein. Vorne. Ist ein bisschen stuck. Aber irgendwie sind jetzt alle tot. Zug fahren. Ja, wir fahren jetzt alleine Zug, alles klar. Und los! Oh oh! Festhalten! Ja, in den Ofen gefallen. Rollen wir noch? Wir rollen noch. Gut. Der Zug ist zwar im Silent Mode, aber wir rollen. Ne, wir rollen nicht mehr. Sind wir in Mexiko? Ich glaube, wir sind in Mexiko. Ich glaube, das zählt. Muchas gracias, cabrones. Ja, wir sind über die Brücke, wa? Reise nach Las Hermanas. Dann guck mal, hier haben wir neue Dingses. Biografien und Lügen. Neue Orte, die nicht, die gesäubert werden müssen. Ferdi? Wir fangen mal rechts an, ne? Weil, also dann können wir uns vielleicht irgendwie von rechts nach links durcharbeiten hier in Mexiko. Ist das die richtige Richtung? Ja, doch, passt schon. Ich dachte nur, ich bin unter der Brücke, glaube ich. Ah, das, ja, da haben wir doch Dynamit verteilt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich glaube schon, ob wir noch neue Waffen kriegen. Wir müssen doch langsam mal alle Waffen haben, oder? Ich traue keinen wilden Menschen, fremden Menschen auf der Straße. Nicht in diesen Zuständen heutzutage hier. Okay, Revolver haben wir ein bisschen Muni. Der Rest hält sich in Grenzen. Gut. So, vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen Haus zu halten mit unserer Munition. Dass hier nichts ist in... ne? Da. Da oben ist wahrscheinlich dieses Fischerdorf oder was, wo wir waren, wo wir die Klatschmohn-Aufgabe hatten. Hier scheint, also zumindest nichts. Also hier ist Schießerei, aber. Okay, vielleicht ist das auch hier? Ich weiß es nicht. Ich geh mal da hoch. Tschüss. Hallo. Muchachos. Ja, hier, nimm. Ich hab zwar dann selber fast nichts mehr, aber ist ja okay. Macht ihr nicht, ne? Ist ja nicht so schlimm. Bitteschön. Guck mal nach Munition, meanwhile, ihr schießt jetzt, weil ihr habt jetzt Munition von mir bekommen. Ich gucke nach mehr und suche Menschen. Gut, ich habe 10 abgegeben und ich habe 7 gefunden. Holy shit, holy fuck. Ammunition. Da oben ist auch Ammunition.
So, guck mal, da oben sind einige. Guck mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Ja, da bin ich sach. Let's go. Da drüben ist auch noch einer oben, aber... Ne? Hä? Wir sind drei. Ach, einer ist unten anscheinend. Einer ist unten von den Dudes. Bitteschön, hier. Bitteschön. Guck mal, hier, bitteschön. Okay, da oben ist noch mehr Muni. Digga, wie weit geht's denn hier hoch? Hallo, Mrs. Oh no. Naja. War so geplant, lol. So, da oben auf dem Dach ist auch noch Money und da drüben ist noch ein Dude. Oder so. Oder eine Dudette. Okay, okay, okay. Oder ist hier eine Gatling Gun oder so? Nee, ne? Nee. Nicht, dass ich sehen kann. Vielleicht schnappt er sich die Leiter von da. Obviously not. Gut, wir müssen wieder nach unten gucken. Weiß auch nicht, ob ich tatsächlich mehr Muni bekommen habe, als ich jetzt hergegeben habe, aber ist auch egal. Und wir müssen auch den Leuten hier ein bisschen helfen. Hallo. Lassen Sie mich in Ruhe. Da drin, da draußen, da dran. Hier irgendwo, hier irgendwo. Da oben? Nee, dann wirklich unten. Okay, nevermind. Boah. Irgendein Ort mit taktischem Vorteil wäre jetzt gut. Aber ich glaube, den habe ich nicht hier. Sehr, sehr gut. Gut, aber ist das jetzt der Ort, an dem ich... Nee, das ist gar nicht der Ort, zu dem ich hin wollte. Ich bin doch zufällig, weiß ich wo. Das frage ich mich natürlich, weil der irgendwie nicht aufgedeckt wurde. Also, vor allem, wenn wir jetzt Mexiko... Nevermind. Okay, zwei Gedanken. Zum einen, natürlich der Gedanke, ob jetzt vielleicht wir keine apokalyptischen Reiter mehr gefunden haben, weil wir in Mexiko noch ein oder zwei finden. Deswegen zwei Zweifel sind. Und, die Frage, ob wir jetzt oben irgendwie Ort übersehen haben. An dem wir nicht vorbeigeritten sind. Aber wir waren Tumbleweed. Ich wüsste nicht, nee. Ich wüsste jetzt nicht, dass da noch irgendwo Orte sind, die wir nicht zumindest besucht hatten. So, wisst ihr? Hola, hermano. Hola, hermano. Die Statistik sagt 54%, knapp über die Hälfte. Wir hatten, mit was hat man da aufgehört? Mit 20 oder so? Meine ich? Wir checken nochmal gegen, wieder. Also Progress in dem Fall dann. 27%, ne, dann haben wir wieder Hälfte. So crazy. Ich dachte, wir hätten heute mehr geschafft. Aber. Ja, dann haben wir, ne, morgen potenziell eine Session. Am Montag ein, dann können wir Montag durch sein oder so damit. Wir haben jetzt natürlich hier noch zwei Orte, da wenn noch mehr kommt, Chuparosa werden wir befreien müssen. Los Hermanas wahrscheinlich auch. Außer das ist so der Safe Spot, weiß ich nicht. Casa Madrugada sicherlich, El Presidio. Also da werden noch genug sein, die wir noch befreien müssen. Wir haben eine Nebenquest und ja, eine Hauptquest gerade. Undead Nightmare. Was auch immer wir da tun werden müssen. Aber das finden wir in der nächsten Session raus.